Wie mächtig sind die Höllenkrieger? Auf der YouTuber-Insel sind die Höllenkrieger aktuell die größte Gruppe. Jeder kennt sie und es ist klar, dass sie eine große Gefahr für die YouTuber-Insel sein können. Aber wie stark sind die Höllenkrieger eigentlich? Und sind sie wirklich der stärkste Clan auf der YouTuber-Insel? Um das herauszufinden, kann man natürlich erst einmal schauen, wie stark die Mitglieder der Höllenkrieger sind. Erst vor kurzem hatte Russik die Höllenkrieger verlassen und deshalb ist er jetzt für Timmy ein Gegner und Timmy hatte sein komplettes Haus gesprengt, nachdem er einen Wither reingestellt hatte. Das heißt, ein sehr starkes Mitglied der Höllenkrieger ist jetzt gegen die Höllenkrieger und sie sind auf jeden Fall aktuell nicht mehr so stark wie davor. Zur guten Zeit hatten die Höllenkrieger sogar mal über 6 Mitglieder. Das ist wirklich eine riesige Gruppe. Eigentlich waren das aber auch immer einfach die gleichen Leute wie im Alpha-Clan. Nachdem aber jetzt nicht nur Russik verlassen hat und Alpha-Stein in letzter Zeit nicht mehr so aktiv auf der YouTuber-Insel war, hat sich Blackjack sogar gegen die Höllenkrieger gestellt und will sie aufhalten. Es sind also nur noch Lofty, Timmy und Odoman wirklich so richtig bei den Höllenkriegern. Das ist deutlich schwächer als sonst. Nachdem Braxis erst vor kurzem wieder auf die YouTuber-Insel gekommen ist, hat Odoman deshalb gleich versucht, ihn auch zu den Höllenkriegern zu bringen. Wenn man sich also anschaut, wer alles bei den Höllenkriegern ist, wissen wir natürlich, dass sie alle sehr gefährlich sein können, vor allem weil sie alle gerne sehr schnell sehr viel sprengen würden, wenn sich jemand gegen sie stellt. Timmy, Lofty und Odoman sind so wie ein Sprenger-Trio. Es ist auf jeden Fall klar, dass sie nicht die stärksten auf der YouTuber-Insel sind, aber sie können schon gewaltigen Schaden anrichten. Man hat aber auch schon oft vor allem von Timmy mitbekommen, dass die Höllenkrieger unsterblich werden wollen. Aber das sind sie bis jetzt noch nicht. Das heißt, sie sind natürlich immer noch genauso wie alle anderen auch. Es ist klar, dass die Höllenkrieger vor allem, weil sie oft viele Mitglieder haben, ziemlich mächtig sind. Aber vor allem, weil viele andere Gruppen sich gegen die Höllenkrieger verbündet haben, genauso wie früher beim Alpha-Clan, werden die Höllenkrieger wahrscheinlich nie wirklich lange so stark bleiben, wie sie oft sind und können genauso wie der Alpha-Clan besiegt werden. Aber was denkt ihr? Sind die Höllenkrieger stärker als der Alpha-Clan früher war? Und werden sie die YouTuber-Insel noch komplett übernehmen? Abonniert und jetzt tschüss.